Okay, gehen wir erstmal aufs Zimmer und schauen dort nochmal. Ich weiß gar nicht, ob Adil immer noch anwesend sein wird. Aber wahrscheinlich schon. Ja, der pennt erstmal eine Runde. Wunderbar. Er hat das beneidenswerte Talent, immer und überall schlafen zu können. Er ist einmal in einer Seilbahn eingeschlafen und erst aufgewacht, nachdem er den Berg schon wieder runtergefahren war. Also zu jeder Zeit nicht, aber ansonsten überall könnte ich auch einschlafen. Da hätte ich auch kein Problem mit. Wenn ich müde bin, schlafe ich. Und vor allen Dingen schlafe ich wie ein Stein. Früher wurde sogar bei mir, als ich noch Jugendlicher war, wurde sogar bei mir im Zimmer gesaugt, während ich geschlafen habe, weil ich immer so lange geschlafen habe, was damit zu tun hat, dass ich sehr spät ins Bett bin. Und mich hat es nicht gestört. Also ich schlafe echt wie ein Stein, da bin ich, komme ich ihm wahrscheinlich nach. Wir haben diese Kabine gemietet, weil sie so schön zentral liegt. Man kann jederzeit schnell in ihr verschwinden. Dass es eine Erste-Klasse-Kabine mit großem Badezimmer und Dusche ist, spielte für mich natürlich keine Rolle. Ja, du hast ja Geld. Sobald ich den Stein ausgetauscht habe, werde ich mir eine heiße Dusche gönnen und dann schauen, was der Abend sonst noch so bringt. Sobald ich den... Okay, das kennen wir. Gut, haben wir irgendwas, das wir mitnehmen können? Den Koffer können wir vielleicht öffnen. Normalerweise nehme ich nicht so viel mit. Aber es wäre auffällig gewesen, wenn ich als vermeintliche Tochter aus besserem Hause nur mit einem Rucksack aufgetaucht wäre. Diese Halskette habe ich von meinem Vater. Sie soll mich daran erinnern, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben ist. Wenn du nur diesen Penny, dafür aber eine Familie und Freunde hast, bist du ein reiches Mädchen, hat er gesagt. Ich nehme sie mit. Sie soll mir Glück bringen. Und vielleicht kannst du sie noch irgendwie benutzen. Diese Halskette habe ich von meinem Vater. Okay, das kennen wir. Sieht ganz hübsch aus. Gut, ansonsten gibt es wahrscheinlich nichts, das wir mitnehmen können. Ich achte immer darauf, möglichst wenig persönliche Gegenstände mitzunehmen. Sollten meine Sachen doch einmal durchsucht werden, darf keine Spur zu meiner wahren Identität führen. Okay. Eigentlich sind mir Hüte zu umständlich, aber sie passen gut zur Rolle. Und ich muss zugeben, der Tag in London, als wir Patricia Myers eingekleidet haben, hat Spaß gemacht. So, ich bin mal gespannt, wie sie wirklich heißt. Ich nehme an, sie wird nicht Miss Myers heißen. Irgendwann wird das ja bestimmt mal geklärt werden. Es ging ziemlich schnell mit uns beiden. Schon bei unserem ersten Treffen hat es gefunkt. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und er kann sehr charmant sein. Papa war gar nicht begeistert, als ich ihn angeschleppt habe. Aber ich glaube, er wäre mit niemandem einverstanden gewesen. Wie das immer so ist, für die eigene Tochter ist kein Mann gut genug. Na gut, ansonsten haben wir hier nichts mehr, was wir mitnehmen können. Dann gehen wir wieder raus, raus, raus. Gehst du raus? Gehst du wieder raus? Gehst du raus? Gehst du raus? Gehst du raus? Patricia, gehst du bitte raus? Offenbar. Ach ja, okay. Wir müssen einfach nur auf die Wand zeigen, ganz am Rand des Bildschirms. Na dann, machen wir es doch so. Gut, verlassen wir die Kabine. Jetzt waren wir einmal überall, haben alles Mögliche eingesackt. Wir wissen vermutlich, wo wir zusteigen müssen oder wo der Einstiegspunkt in die Kabine ist. Deswegen würde ich sagen, vielleicht können wir irgendwas mit dem Penny da oben machen. Ich kann es mir gerade nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Ansonsten müssen wir vielleicht nochmal im Salon schauen, ob wir dort noch irgendwas mit einsacken können. Schauen wir uns nochmal die Gangway an. Bei dieser Konstruktion stand eindeutig der praktische Nutzen im Vordergrund, nicht das Design. Vermutlich fährt die Lydia regelmäßig Häfen an, die nicht über eigene Gangways verfügen. Und bevor man die Gäste mit Leitern von Bord schafft, hat man sich wohl für diese unschöne Variante entschieden. Okay, vielleicht wird sich hier auch noch aufklären, wieso die Pistole hier einfach auf der Gangway landet. Das ist ja auch noch so völlig unklar, wieso die da eigentlich liegt. Ob das einfach nur war, um den Verdacht auf Kreuzer zu lenken. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Dass das der einzige Grund ist, weil das ist flach. Okay, haben wir hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Können wir hier oben drauf? Nee, hier drüben gibt es nur zurück aufs Nebendeck. Hier war auch nichts mehr, was wir mitnehmen können. Und hier hinten standen bloß die beiden rum, die miteinander gequatscht haben. Also hier ist nichts mehr. Gut. Lassen wir das Deck also außen vor ab sofort. Und schauen nochmal oben nach. So, ab nach oben mit dir. Okay, wir sind wieder da.
und schauen mal. Klar, wir haben Adil damals auch hier oben gefunden. Also vielleicht macht er dann die Abdeckung wieder drauf oder irgendwas. Okay, wir haben den Stab. Können wir die Halskette mit irgendwas verwenden hier? Schraube. Ach, natürlich. Wir können das als Ersatzschraubenzieher benutzen. Der Penny könnte die richtige Dicke haben. Gib dir Mühe. Der Penny passt gut in den Schraubenschlitz. Aber ich habe nicht genug Kraft in den Fingern, um die Schraube zu lösen. Okay, also müssen wir den Penny mit irgendwas verbinden? Zum Beispiel mit der Salatzange. Das ist es. Ich klemme den Penny ein und habe damit eine Art improvisierten Schraubenzieher. Wunderbar. Achso, ich dachte, du benutzt das jetzt gleich. Gut, machen wir es doch mal. Also schön. Bleibt nur noch zu hoffen, dass das der richtige Schacht ist. Ich muss ja sagen, ich hätte ja diese Seitenhandschuhe zumindest mal ausgezogen, denn wenn die schmutzig werden, ist das ein bisschen verdächtig. So, ich nehme an, wir müssen das Badetuch genau an den Stab binden. Ich könnte das Badetuch an den Stab knoten, den Stab im Lüftungsschacht über die Öffnung legen und mich dann am Tuch abseilen. Das war der Gedanke. Klingt wie ein Plan. Genau das. Okay. Dann darf ich? Oder machst du gleich von alleine? Nee, du machst nicht von alleine. Was haben wir denn jetzt überhaupt noch? Wir haben noch die Kette, die jetzt wahrscheinlich unwichtig ist. Immer noch den Schraubenzieher, den wir dann wieder zumachen müssen. Und natürlich die Triplette. Ich werde die Halskette wieder reparieren. Aber das hat Zeit bis heute Abend. Okay. Gut, dann geht's los. Also los. Jakob Aust, endlich habe ich dich. Ich werde dich verhaften lassen und ich werde dich vorführen. Dr. Gebhardt wahrscheinlich. Kann ich etwas für Sie tun, Madame? Sie können mir aus dem Weg gehen. Soll ich aufräumen, Madame? Nein, es ist Zeit zu feiern. Ausgezeichnet. Ich habe freie Bahn. Die muss ja richtig Kraft haben, wenn sie dann hier wieder hochkommen will. Ich meine, sie kann sich dann nur mit der Kraft ihrer Arme dann wieder hier hochziehen. Okay, wir können... Was hat sie denn hier für ein Chaos hinterlassen? Also sie hat offenbar von vielen Leuten, die sie irgendwie kannte, Fotos und hat dann gerade festgestellt, wer das ist, der Dr. Gebhardt, nachdem sie ihn gesehen hat. Öffnen wir erstmal den Reiseschrank und schauen mal. Stattlich. Für den kleinen Durst unterwegs. So. Gin, Whisky, Likör, Sherry, Wodka, Branntwein und Champagner. Alle Flaschen sind mindestens zur Hälfte leer. Ich frage mich, wovor die Baronin wegläuft. Einsamkeit, Enttäuschung, Trauer? Wer weiß, wer weiß. Ein passendes Glas für jede Gelegenheit. Die meisten sehen allerdings ziemlich unbenutzt aus. Vermutlich vernachlässigt die Baronin Stil und Etikette, wenn sie für sich alleine trinkt und benutzt immer dasselbe Glas. Oder die Flasche direkt. Was ist das? Ein kleiner Lederriemen. Einsacken. Mal her damit. Aha. Ah. Großartig. Für mich sieht das aus wie ein Kombinationsschloss. Eine herrliche Arbeit. Man muss die vier richtigen Symbole einstellen, damit sich die Tür öffnet. Oh nein. Gut, schauen wir uns mal den Zettel dazu an. Nofretete. Gernika. A.D. Buonarrotis Adam. Das könnte eine Gedächtnisstütze der Baronin sein. Und auch eine Erklärung, wie Inch auf die Kombination gekommen ist. Ich schreibe die Hinweise auf. Wie ich die Sache sehe, muss ich mindestens drei Begriffen ein Symbol zuordnen. Das vierte Zeichen könnte ich durch Ausprobieren ermitteln. Tja. Nofretete war eine ägyptische Königin. Das Monogramm und die anderen beiden Begriffe sagen mir nichts. Okay, an der Stelle mache ich eine kurze Pause und wir sehen uns mal gleich wieder und dann schauen wir mal, dass wir das Rätsel gelöst kriegen. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Wir sind immer noch hier am Tresor der Baronin. Können wir denn gleich hier ins... Ach, wunderbar, jetzt geht das mal. Vorhin ging... Also, was heißt vorhin? Beim letzten Mal ging das ja nicht, als wir
in diese, also als wir das Rätsel mit Wachtmeister Zellner machen mussten in dem Museum. Aber hier scheint es mal zu funktionieren, das ist schön. Ich finde auch gut, dass wir dieselben Notizen mit ihr haben, wie wir auch mit Wachtmeister Zellner schon hatten. Okay, wir brauchen, ist schon Inhalt, dann gehen wir mal auf die nächste Seite, Patricia Myers. Ich will mir das mal kurz anschauen, vielleicht haben wir jetzt zusätzliche Infos hier mit. Das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Achso, das ist jetzt wirklich ein Text von ihr. Okay, gut, steht nichts Besonderes drin, das können wir auch ein andermal vielleicht vorlesen, das Ganze. Was gibt's eigentlich bei Geheimnisse? Der Lüftungsschacht, das haben wir. Okay, vielleicht kann ich vom Allgemeinwissen der anderen Passagiere profitieren. Mit der Dingens-Notizen. Haben wir hier noch was? Das ist bloß dazu. Hast du denn jetzt irgendwo hingeschrieben, was da steht? Das ist die Frage. Der Plan, meine Rolle, Inchs Plan, Inch, Startnotizen, fluffiges Raben. Nee, sieht schlecht aus. So, das steht einfach hier. Kannst du auf die nächste Seite noch gehen? Achso, dann kommen wir jetzt dahin. So, von der Kombination hat sie sich aber nichts aufgeschrieben jetzt, ne? Gut, egal. Wir versuchen dann mal einfach so dahinter zu kommen. Was haben wir? Ich muss noch mal kurz schauen. Ich habe die Hinweise in mein Tagebuch übertragen. Vielleicht kann mir jemand an Bord helfen, mindestens 3 der 4 Symbole richtig zuzuordnen. Also ich habe sie nicht drin gefunden. Gut, Nofretete, Guernica, irgendwas Komisches und... Oh, weiß ich nicht mehr. Es sind die Umrisse von Tieren abgebildet. Ein Hund, eine Katze, ein Bär, ein Hahn und einige mehr. 8 Symbole pro Walze. Okay. Das bedeutet... über 4000 mögliche Kombinationen. Was nicht so gut ist. Wenn ich 3 der 4 Symbole kennen würde, könnte ich das 4. Symbol ganz einfach durch Ausprobieren herausbekommen. Aber solange ich nicht mindestens 3 Symbole kenne, komme ich hier nicht weiter. Okay, wir dürfen also auch gar nicht irgendwie probieren, sondern wir müssen jetzt fragen gehen, damit die anderen Leute uns helfen. Ist ja auch interessant. Gut, haben wir hier noch was? Schublade. Einige Servietten und Tücher. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Korkenzieher, Flaschenöffner, Untersetzer. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Okay, damit wäre dieser Reisekoffer also abgeschlossen. Schauen wir uns nochmal kurz so ein bisschen um in der Kabine. Zum Beispiel die Fotos. Sie schien ein bestimmtes Foto gesucht und dann auch gefunden zu haben. Jakob Aust, jetzt hab ich dich, sagte sie. Wir haben uns im Vorfeld die Passagierliste besorgt, aber der Name sagt mir nichts. Nee, ist ja auch ein anderer Name von... Also Dr. Gebhardt nimmt ja auch einen anderen Namen hier. Hunderte Schwarz-Weiß-Fotos, viele davon angelaufen. 20er, 30er Jahre, schätze ich. Ich habe nicht die Zeit, mich mit ihnen zu befassen. Warum nicht? Okay. Meine Kleider könnte die Puppe vielleicht tragen. In den Kleidern der Baronin würde sie verschwinden. Als Kind habe ich oft vor Schaufenstern gestanden und versucht, genauso still zu stehen wie die Schaufensterpuppen. Wenn mir langweilig wurde, habe ich behauptet, eine der Puppen hätte geblinzelt und habe mich zum Sieger des Wettkampfs erkoren. Gut, was haben wir sonst noch? Wir haben noch den Schrank. Nein, ich bin mir sicher, das Auge ist im Gepäck der Baronin. Okay, also sie will auch ansonsten gar nicht... Jetzt sehen wir das Bett auch mal mit Bezug hier. Sie will ansonsten auch gar nicht weiter hier sich umschauen. Gibt's hier noch was? Zum Glück musste ich nicht jeden dieser Koffer durchsuchen. Inch muss seit Monaten mit dieser Frau durch halb Europa reisen. Er kann einem fast leid tun. Fast. So. Ich bin hier, um einen der wertvollsten Edelsteine der Welt zu stehlen, nicht den Inhalt von Handtaschen. Vielleicht steht dort aber irgendein Hinweis drin. Na gut, was soll's. Ansonsten gibt's hier also nichts. Das heißt, wir gehen ein wenig die Passagiere befragen, ob sie irgendwelche Ideen haben. Ah, okay. Dr. Gebhardt. Ich frage mich, wie sie es jetzt so schnell geschafft hat, das Tuch abzumachen. Das war knapp. Okay,
Wir kommen nicht mehr oben raus, aber ich nehme an, Mr. Inch wird draußen weg sein, wenn Dr. Gebhardt jetzt hier seine Präparation abgeschlossen hat, diesen Handschuh da hinzulegen. Vielleicht war es ein Steward, der geprüft hat, ob alles für die Nachtruhe der Baronin vorbereitet ist. Nein. Wer immer es war, ich sollte hier so schnell wie möglich verschwinden, bevor er noch zurückkommt. So, okay. Wir gehen einfach durch die Tür mal raus. Jetzt sollte es ja gehen. Am liebsten würde ich die Kette vorlegen. Jeden Augenblick kann jemand durch diese Tür kommen und mich erwischen. Aber es ist wichtig, keine Spuren zu hinterlassen. Inch darf uns auf keinen Fall auf die Schliche kommen. Ich sollte mich lieber beeilen. Nein. Besser, ich verlasse die Kabine, wie ich sie betreten habe. Jemand könnte mich beobachten, wenn ich aus der Tür spaziere. Na gut, wie du meinst, wir haben das nicht einstecken. Hast du das irgendwo unter das Bett geschmissen, oder? Mädel, wo hast du jetzt wo hast du das Handtuch denn hingetan? Können wir jetzt irgendwie mit der Kette hier? Nee, wir können ja auch gar nicht das hier auswählen. Sorry, jetzt muss ich nochmal her. Muss ich nochmal im hinteren Teil schauen? Vielleicht hat sie das Handtuch auch einfach auf den Boden geschmissen. Das kann auch sein. Ich sehe es aber nicht. Ja. Wie genau soll ich denn... Schiebe den Stuhl unter die... Ach so, okay. Dann machen wir es eben so. Ist aber auch ein bisschen auffällig, oder? Wenn dann die Öffnung da die ganze Zeit offen steht und der Stuhl dort hängt. Ach, sie hat es nach oben geschmissen. Okay. Jetzt ist es klar. Na dann wieder raus. Mit Kraft. Wow. Die Frau ist drauf.